Alter, jetzt muss ich erstmal. Wir sind kurz vor dem Ende und jetzt wird uns ernsthaft erzählt, dass der Krieg damals zwischen Bevel und Senakent hat dazu geführt, dass die Leute, also die Media, die Astra aus Senakent heraufbeschworen haben und dass das alles, was wir zu Anfang gesehen haben, gar nicht wirklich existiert ist, sondern wirklich wie so eine Bestie, die man beschworen hat. Und ach, wie, wieso? Ich verstehe nicht, wenn das einfach nur ein Traum ist und das alles heraufbeschworen wurde, wieso können dann die Leute altern? Weil Tidus war ja früher ein Kind. Die Astra werden ja auch nicht älter, die Bestias. Wieso wird das dann. Oder ist das halt so eine extreme krasse Bindung, dass das so real geworden ist, dass es nicht mehr verschwinden kann? Wenn die hier alle aus Senakent sind, die Medias. Also ich bin gerade mächtig verwirrt, kann man auch sagen. Jetzt muss ich mal gucken. Nee. Ja, das ist jetzt irgendwie krass. Alter, wie viele. Das waren alles mal Media. Das sieht so ein bisschen aus wie Sin oben, so die Spitze. Aber da frage ich mich auch noch, woher kam Sin? Das ist ja bis jetzt noch nicht geklärt. Woher kam Sin denn? Das ist immer noch so ein Rätsel. Der kann nicht von heute auf morgen aufgetaucht sein. Ich dachte jetzt nämlich auch, dass halt die aus Senakent, die Medias Sin beschworen haben, um Senakent zu beschützen. Aber Sin ist ja so mächtig, der macht ja alles kaputt, aber irgendwo muss er ja hergekommen sein. Das hätte auch ein bisschen Sinn ergeben, aber dass jetzt gesagt wird, die ganzen Medias aus Senakent haben Senakent heraufbeschworen und halt als Traum weiterleben lassen, weil Senakent war wohl schon zerstört bei der Krieg, also der Krieg gegen Bevel hat ja Senakent zerstört, aber wir haben halt noch in einem Senakent gelebt, das ganz war. Aber zu dem Zeitpunkt war es wohl schon kaputt. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wir sind doch keine 1000 Jahre in die Zukunft oder so gereist. Also irgendwie ist das ein bisschen strange. Ich kann mir das jetzt auch nicht richtig erklären, wie das jetzt zusammenhängt. Weil durch Sin kann man wohl keine Zeitreisen machen. Er hat uns wohl einfach nur die Augen geöffnet, wie es im Moment wirklich ist. Dass wir halt immer noch in dieser Traumwelt gefangen waren, weißt du, dass Senakent halt noch existiert hat, aber in Wirklichkeit existierte es ja schon zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Das kann ich mir halt nur so erklären. Und dass wir durch diese Berührung von Sin eventuell dieser Traumwelt entflohen sind und jetzt eine Realität geworden sind, das. So könnte ich es mir eventuell erklären, aber ansonsten so ist das ziemlich strange. Wow, was ist das denn? Ein Teufelspudding. Hier schreibt mir den mal schnell auf. Teufels. Huch, wie schreibe ich den Pudding? So. Einen Strich machen. Da werde ich ja richtig viel abziehen. Wow. Das war jetzt krass. Wir sind da. Ach heilige, wir sind noch lange nicht durch. Durchziehen mehr als Auen, das ist strange. Wie sollten wir denn fliegen? Masrat Gravitas? Ja, das bringt uns natürlich voll. Und übrigens die Glücksspheroiden, die ich ja immer so schön einsetze. Die sind ja auch teils dafür da, dass man. Ihr kennt ja den vernichtenden Schlag. Und je mehr Glück du hast, desto öfter kommt dieser vernichtende Schlag. Dafür brauchst du halt die Glücksspheroiden und die sind halt extremst selten. Tja, was soll ich denn hier machen? Ich ziehe bei allen nur so wenig ab. Boah, das ist echt fies, das Vieh. Und Gravitas sieht ja dann auch nicht gerade megamäßig viel ab. Wie viel HP hatten das? Himmelswind. Das ist doch heilen. Alter, dieses miese Vieh. Nein, mein Gott. Ist ja nicht Schnitzel. Jetzt musst du mal putt gehen. Oh oh. Das ist nicht gut. Jetzt versucht er nämlich schon die ganze Zeit zu heilen. Da wird er eigentlich schon ziemlich weit down sein. 1600. 900. Wow. Gravitas. Weil wie wir alle wissen, mit Gravitas kann man die Spieler nicht umbringen. Das funktioniert nicht. Jetzt haben wir. Der war schon ein bisschen hart. Wer weiß, wie ich abziehen bei dem. Oh mein Gott. Wo entwickelt sich diese Story noch hin, ey?
Was hat schon jetzt, wo wir weiter zocken, geht das jetzt wieder so Schlag auf Schlag, so storymäßig. So, Abilities. Hat Juna ja fast eingeholt. So. Halt. Nochmal speichern. Wir haben jetzt schon wieder einen mächtigen Story-Sprung gemacht, kann ich mal sagen. Also was wir jetzt so erfahren haben aus der Vergangenheit. Hier gibt es aber eine Menge Wege. Ein Küsschen, das wird ja immer besser hier. Was denn hier los, ey? Oh, oh. Bisschen nicht Küsschen-Tanz. Nein! Na gut, überhaupt kann ja nicht passieren, aber... Bei den anderen, ne? Was, wie ist das? Madagada-Gadara? Oh, was weiß ich. Ich schreibe mal Madagara auf. Ich habe das jetzt richtig angesehen, was das hieß. Und Reflexe werden gesteigert. Wunderbar. Ja, ja, zurück so. Na, jetzt so. So, wo geht's hier noch hin? Gibt's hier was Feines? Ein Behemoth? Alter, was ist denn hier los? Bin ich denn hier gelandet, Alter? Ist das drin noch? Ja. Behemoth. So. Weil der zieht 2000 ab, denke ich mal. 3000! Oh Mann. Ich bin am Arsch. Das sind mächtige Viecher, Alter. Oh, ich kämpfe auch noch mit den Pillow-Waffen und ziehe trotzdem Haufen ab. Was ist jetzt für krasse Viecher hier, bitte? Oh, hier sieht's aber schick aus. Huch. Oh, Wasser. Looks like we got a job to do, yeah? If anything should happen in the water, we're relying on you three. If it gets dangerous, pull out quick. Right. Be careful, okay? Ja, ich guck nur was. Da ist ein Glücksferoid. Wo? Ah, geil. Jetzt wird gleich wacker, ein bisschen trainiert, aber Rico wird jetzt ein Problem. Jetzt habe ich auch die Leute nicht dabei. Das ist nicht so geil. Obi, Obi. Na, das wird ja jetzt nicht so toll. Einfach schwimmen, einfach schwimmen. Jetzt bin ich aber schon nicht unter Wasser. Bin ich denn jetzt rausgekommen? Ah, da hinten. Da links, rechts ist nix. Dann können wir auch da geradeaus schwimmen. Verdammt. Yay. Ah, Rico kann ja jetzt wieder klauen, wenn sie schon mal dabei ist. Was, ein Rad gegen was für ein Ding? Wie hieß das? Rad gegen Spike. Ragging Spike? Ragge. Ne. Ragging Spike. Strich. Stürmen. Alter, was? Alter. Ey, beste von einem Ort zum nächsten erstmal 10.000 war stärker als vorher. Komm zu mich, lieber Fisch. Au, dankeschön. Nein, ich will Gruppe klauen jetzt. Messe stellen. Wie heißen die Dinger eigentlich? Archeros. Archeros. Zwei Striche. Attackier mal bitte.
Oh, beide am Anstauen. Nochmals alle. Eku, benutze mal bitte genau das. Muss jetzt mal was trinken, hab schon 2 Stunden nicht mehr getrunken. Ah, viel besser. Oh oh. Au, schön. Das ist Mistvieh. Dann stau doch an. Eku, benutze doch mal Great Mirror, more time. Ah, schon viel besser. Und tschüss. Ich will hier raus. Oh, Gott sei Dank. Ja, wohl am... Was ist das? Da muss ich ja bestimmt mit Wacker raufschießen, ne? Gargaset, erste Prüfung. Trifft mit Wackers Ball den Schalter in der Mitte. Ja, wie schwer kann das sein? Ja. Schon mal, dafür nicht bestraft werde, wenn ich nicht treffe. Was? Alter. Mach doch den Scheiß. Nein, was mache ich denn? Gut, halt dem nicht. Also ungefähr ab der Hälfte. Oh, fuck. Jetzt war das Ding davor. Jawohl. Alter, war eine Kiste. Nimm doch die Kiste mit, Junge. Was ist denn mit dir los? Kiste. Level 1 Veropass. Ach, da muss ich wahrscheinlich so oder so nach links, weil da schon noch so ein Schalterding ist. Huch, bin da mal gegen das Mikro-Dings gekommen. Wieder mal räuspern. Ja, klasse. Oh mein Gott. Ach, Rico. Planschfisch. Das klingt aber nett. Planschfisch. Ja, Fisch mit CH schreiben, beste Idee. So, da kill die mal. Boah, hat die viel abgezogen. Ja. Achso, halt, die Dinger muss ich auch noch. Wie hießen die? Archoros, Archäologie. 1, 2. Ich will ruhig ein bisschen für die Fische abziehen. Ach, Rico, ja, ich weiß nicht, was ich mit Rico anstellen soll. Kann mal klauen. Handgranaten von Fischen geklaut. Die wissen sich zu verteidigen. Sind das jetzt 2 oder ist das einer? Oh, au. Dankeschön. Also 2 mache ich da jetzt mal. Ach, habe ich ja schon. Okay. Kann sein, dass es auch schon 5 waren. Ich kann mir nicht vorstellen, weil es ist ja vielleicht ein Schwarm zählt, vielleicht einzeln. Ich weiß es nicht. Nein, da, da nicht dahin. So, dahin. Ability Rauben. So, da glaube ich, bei Rauben ist halt nur, dass sie beim Klauen halt noch abzieht. Hat den aufs Maul haut, so gesagt. Da komme ich wohl nicht hoch. Doch, komm ich. Was gibt's hier Schönes? Oh, Kiste. So, wenn wir unsere Aufgabe erledigt, dann können wir uns wieder zurückschwimmen. Ja. Wie man Zeit nimmt, ne? Ah, wieder mal 4 Striche verteilen hier. Warte mal. 1, 2. 1, 2. Ja, Rico. Kann man die Fische einsammeln? Nein, auf. Blödes Haus. Und infiziert? Naja, das geht ja noch. Hä, ich bin vergiftet? Sie mich verarscht, ich hab Giftschutz. Beschiss. Wenn wir schon mal die Fangwaffen haben, dann können wir auch gleich benutzen, ne? So, ja, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Ich hätte mal Rauben machen können, ne? Ja, zu spät. Halt. Muss ich mich heilen? Noch nicht unbedingt. Wir sind draußen. Naja, fast. Noch sind wir im Wasser. Noch kann alles passieren.
sind jetzt alle wieder da. Yeah. Wacker gegen Owen. Dahin, dahin. So, ich muss alles in der Ordnung haben. Abwehr, perfekt. Oh, um 1, aber das ist nicht so perfekt. So geheilt habe ich mich ja. Gab es hier einen Speichersphäroid irgendwo? Und da ist irgendwie nichts. Und da war ein Monster. Alter, was ist das denn für ein Riese? Ein Grendel. Grendel? Das andere Flugviech, welche gleich rausfinden, was das ist. Boah, 3000 nur. Ich glaube, da muss Owen mal. Fuck. Nein, ich wusste es, ey. Oh Gott, Owen, Alter. Nein! Alter, ist ja wahnsinnig. Ich meine natürlich, hey, das war ja easy ausgewichen. Ariman. Ariman. Ein Strich. Okay, der hat schon ein bisschen mehr. Feuerball. Offen. Ja, klar. Au. Au. Nein, bitte nicht. Oh Gott. Und macht mir langsam Angst. Der soll das mal nicht so ernst nehmen hier. Gut, das haben wir. Schon mal eine Gefahr weniger. Gibt nur noch das Vieh. Ja, und töte dich noch selber, genau. Komm schon. Yes. Da dachte ich schon, ich bin voll der Übermacker und jetzt machen mich hier so ein paar kleine Viecher platt. Halt, das bringt mir nicht viel. Oh, da vorne ist zwar der Speichersphäroid, aber ist ja egal. So, wir speichern mal. Weil hier zu sterben würde mich jetzt nicht so behagen. Soll ich mal gucken? Wir sind doch immer noch auf dem Berg Garas. Da bin ich erstaunt, dass es hier so viele verschiedene Viecher gibt, ey. Ich habe jetzt, glaube ich, schon nicht. Kann natürlich auch wieder sein, dass das jetzt wieder eine ganz andere Region. Region. Lucicia. Lucicia. Ich lasse jetzt hier nochmal außen vor. Ach nee, es hieß ja anders hier. Es hieß ja. Wie ist das viel? Wrecking Spike, ne? Ne, Mandagora. So, Nob ist nicht verwirrt. Oh, 9000. So, die letzten HP. Und dann kommt Owen auch zurück. Ja, dann wieder mal nix. Ich hab die ganze Zeit Schluck auf. Och nee. Ja, komm ich ruhig hin. Okay. Was? Alter. Dankeschön, du blödes Mistvieh. Wenn ich dich nicht bräuchte, würde ich dich ja umhauen. Mit anderen Möglichkeiten. Klasse, jetzt stirbt gleich jener. Oder auch nicht. Das war auf jeden Fall knapp. So, Ability. Oh Mann. Alter, B-Moff war schon immer so krass. Ich jetzt wüsste, wo ich hier gelandet bin. Ich bin immer noch sehr ratlos. So, Juna, zeig, was du drauf hast. Immerhin schon 1000, ne? Au. Oh.
Und tschüss. Was bei solchen Gegnern schon mal 1000 abziehen, das ist bei Jonas schon mal ein bisschen, ne? Respekt. Und 300.000 haben wir schon wieder.